Hallo zusammen, heute testen wir für euch die vier beliebtesten Pflanzendrinks. Und zwar haben wir hier zum einen Sojamilch, Mandelmilch, Reismilch und Hafermilch. Wir fangen jetzt gerade mal zuerst mit der Sojamilch an. Sie schmeckt neutral und ist schön cremig. Sojamilch hat sehr gute Nährwerte, ähnlich wie Kuhmilch. Sie hat viel Protein drin und außerdem sind all bei uns im Handel erhältlichen Sojadrinks stammen Sojabohnen aus europäischer Bioproduktion. Außerdem ist Sojamilch alles Könnerin, also ihr könnt sie fürs Müsli, zum Backen und Kochen verwenden und sie ist auch super für den Kaffee und lässt sich auch sehr gut aufschäumen. Dann gehen wir jetzt weiter zu der Mandelmilch. Gerade im Vergleich zu Sojamilch schmeckt Mandelmilch jetzt hat einen starken Eigengeschmack, ein bisschen süßlich. Ich würde sagen, es schmeckt ein bisschen nach Marzipan. Also wenn ihr das nicht gerne habt, ist Mandelmilch eher nichts für euch. Ein kleiner Tipp für euch, achtet darauf, wenn ihr Mandelmilch kauft, dass Mandeln aus Europa stammen und wenn möglich aus biologischer Produktion. Dann kommen wir schon zu unserer dritten Milch, der Reismilch. Sie hat ähnlich wie die Mandelmilch einen recht süßlichen Geschmack, fühlt sich ein bisschen wässrig an. Und sie ist darum, würden wir sie jetzt auch eher nicht für den Kaffee empfehlen, aber sie ist mega fein zum Beispiel im Müsli oder für Shakes. Und wenn ihr etwas Süßes backt, passt sie sicher auch dort gut dazu. Dann kommen wir jetzt schon zu unserer letzten Milch, und zwar der Hafermilch. Sie ist eine der beliebtesten Pflanzendrinks. Sie schmeckt neutral und schön cremig und sie ist ähnlich wie die Sojamilch eine Alleskönnerin. Dann kommen wir jetzt schon zu unserem Ranking, und zwar haben wir ein reines Geschmacksranking gemacht. Auf dem vierten Platz ist für mich persönlich jetzt die Reismilch gelandet. Durch ihre natürlich Süße vom Reis ist sie mir persönlich ein bisschen zu süß. Dann auf dem dritten Platz ist Mandelmilch. Sie hat ein bisschen zu festen Marzipan-Geschmack. Beim ersten und zweiten Platz konnte ich mich nicht so richtig zwischen Hafer- und Sojamilch entscheiden. Sie sind beide mega fein, beide mega vielseitig einsetzbar. Ich persönlich habe jetzt die Sojamilch noch ein bisschen lieber und darum ist sie für mich der Winner. Dann sind wir jetzt bereits am Ende von unserem kleinen Milchranking-Video angekommen. Gebt uns doch in den Kommentaren Bescheid, welches euer persönlicher Favorit ist.